Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Black Mirror. Wir hatten uns zuletzt mal ein bisschen mit dem ganzen Personal angenähert, sagen wir es mal so. Und wir haben uns mit allen bisher jetzt unterhalten. Bates ist mittlerweile weg, okay. Denn zu dem wollte ich eigentlich, aber das macht nichts. Wir gucken mal, ob wir mittlerweile mit Victoria sprechen können. Aber ich glaube nicht, sonst hätte er da jetzt schon... Ja, sonst wäre das schon... Victoria möchte allein sein. Ich werde sie jetzt nicht stören. Okay, dann führt uns unser Weg erst einmal wieder zum Dachboden. Wir hatten ja im letzten Part zunächst mit dem Schlüssel probiert reinzukommen, haben dann festgestellt, da drin gibt es nochmal die Tür, die zum Turm führt, aber diese ist leider mit Brettern vernagelt. Das heißt, wir haben uns aus dem Stall einen Hammer geholt und schauen mal, was wir jetzt so Schönes anrichten können. It's Hammer Time und so, ne? So, dann machen wir das doch mal. Ja, so würde ich das auch machen. Nicht so die Schrauben aushebeln oder die Geschafft. Nägel, sondern der Weg ist frei von Hindernissen. So lange mit dem Hammer einfach auf die Bretter hauen, bis die freiwillig abfallen. Und wo sind die Bretter jetzt vor? Naja, gut. Und es ist abgeschlossen. Verdammt, die Tür ist abgeschlossen. Ich habe keine Ahnung, wo der Schlüssel sein könnte. Ich sollte Victoria fragen. Aha, und plötzlich können wir Victoria fragen. Okay. Dann tun wir das doch. Wir gehen zu Victoria. Das wird das Beste sein. Und die lässt uns dann hoffentlich auch in den Turm hinein. Kleine Hommage an alle, die wissen, woher die Melodie ist und der Stil. Wir könnten jetzt natürlich aber auch erstmal mit Robert reden und mal gucken, ob wir über unser Personal mal ein bisschen ablästern können. Na, Robert! Henry, Morris, erzähl mir mal was. Komm, wir lästern. Kumpel. Darf ich dich eine Sekunde stören? Ich habe ein paar Fragen. In Ordnung. Ich höre. Morris und Henry scheinen einander nicht zu mögen. Sie streiten sich zwar. Aber wenn sie einander nicht so oft begegnen, machen sie keinen Ärger. Mir sind aber ihre albernen Probleme ziemlich egal. Ist ja an sich auch eine Sache... Morris sagt, dass Henry sehr viel trinkt. Das gefällt mir nicht, um ehrlich zu sein. Mir auch nicht. Aber es war sonst keiner da, der seinen Job wollte. Das heißt also, wir müssen seine schlechte Gewohnheit ertragen. Außerdem hat er sich bisher nichts zu Schulden kommen lassen. Bisher nicht. Richtig. Ich werde jetzt gehen. In Ordnung, Samuel. Du kannst ruhig wiederkommen, wenn du etwas brauchst. Ist natürlich, naja, ist natürlich interessant, ne? Ah, Bates. Dich habe ich gesucht. Ich habe den Kamin in Ihrem Zimmer angezündet, Sir, wie Sie mich gebeten haben. Danke, Bates. Es war recht kalt da drin. Ich werde mich jetzt um meine weiteren Pflichten kümmern. Falls Sie etwas benötigen, ich bin unten in der Halle zu finden. In Ordnung. Ja, aber ich will doch jetzt dich noch was fragen. Oh. Gut, wir gucken mal kurz ins Zimmer, ob er auch nichts geklaut hat. Und der Kamin ist schön lauschig warm. Sehr schön. Der Kamin ist angezündet. Jetzt ist es angenehm warm. Und die 8 Meter dicke Staubschicht, die ist leider noch überall drauf. Pech. Gut, naja. Wir gehen mal zur Treppe, dann können wir Bates nur unten belästigen. Schade. Ich wollte hier oben schon loslegen. So, er hat ja gesagt, er ist unten in der Halle. Mal sehen, ob er auch nicht gelogen hat. Ah, okay, er hat die Wahrheit gesprochen. Gut, dann fragen wir ihn mal zu den Säufern und allem hier, ne? Bates? Wir können auch Henry mal direkt konfrontieren mit seinem Säuferzeug. Ja, Sir. Bates, es mag Ihnen seltsam erscheinen, aber ich möchte die genaue Stelle sehen, an der William starb. Darauf habe ich nämlich gewartet. Oh. Aber warum, Sir? Ich habe meine Gründe. Na gut, wenn Sie darauf bestehen, folgen Sie mir. Hier ist das furchtbare Geschehen. Bitte verlangen Sie nicht von mir, es Ihnen zu beschreiben. Ich habe dem Inspektor bereits alles gesagt und ich möchte nicht... Nein, ist schon in Ordnung, Bates. Warum denn das alles, Sir?
Ich spüre, dass etwas nicht stimmt. Ich weiß nur nicht, was. Ist Ihnen hier etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Nein, vielleicht nur... Wir haben einen seltsamen Fleck neben dem Turmfenster entdeckt. Genau da. Niemand weiß, woher er stammt. Wenn Sie erlauben, Sir, ich möchte jetzt gehen. Aber sicher. Ich wusste, dass Bates nicht verstehen würde, warum ich das tat. Aber ich habe das Gefühl, hier stimmt etwas nicht. Jetzt lass den armen alten Butler in Ruhe, verdammte Scheiße, Mann. Wir gucken uns mal den Fleck an. Hübsch. Das sieht aus wie ein Symbol. Eine Rune vielleicht. Das sollte ich irgendwie festhalten. Das sieht aus wie ein... Okay, das hatten wir schon. Das sollte ich... Ja. Halt's doch fest. Umarm doch einfach mal die Mauer. So, wir gucken mal uns den Strauch an. Das Geländer haben wir schon angesehen. Das Schloss ist buchstäblich von Sträuchern umgeben. Also in dem Spiel hier, wenn ihr das selber spielt, ich hoffe, ich spoiler hier nicht, aber ihr müsst in dem Spiel immer mal so Sachen, die sich halt partout nicht wegklicken das lassen. Das Schloss ist buchstäblich von Sträuchern umgeben. Und wo er dann den gleichen Satz sagt, aber das Rote nicht weggeht, also man kann es weiterhin untersuchen, dann einfach mal rechtsklickt. Das sehe ich mir näher an. Dann wühlt er auch mal gerne im Strauch rum. In den Ästen dieses Strauches klemmt etwas. Ja, hau mal raus, ne? Was könnte das sein? Was ist es denn? Was auch immer das ist, es scheint unvollständig zu sein. So, jetzt ist der Strauch nicht mehr ansprechbar. Aber wir müssen diesen Fleck ja dokumentieren. Und was haben wir denn uns mühselig erarbeitet im allerersten Part, in dem wir im Zimmer rumgewühlt haben? Wir haben uns die Kamera erspielt quasi. Die brauchen wir jetzt. Weil wir haben ja obwohl das hier in einem älter gestalteten oder angehauchten müsste noch funktionieren. Adelshaus stattfindet, ist ja das trotzdem ist in der modernen. Und meine Ersatzrollen sind zu alt, als dass sie noch funktionieren würden. Ja, das kriegen wir hin. So, dann müssen wir quasi nur einen Film finden noch für den Fotoapparat, für unsere schöne Kamera. Fragen wir einfach mal Robert. Robert, hast du noch Fotofilm für uns? Oder eine Polaroid-Kamera? Das wäre doch noch geiler. Meine Eltern hatten früher eine. Brauchst du etwas, Samuel? Mein Bruder und ich haben so viel Blödsinn damit gemacht. So, ein Film. Ich brauche einen Film für meine Kamera. Weißt du, wo ich einen bekomme? Tja, vielleicht drüben in Willow Creek. Aber warte mal. Ich glaube, ich habe sogar selber noch welche. Sie müssten eigentlich noch verwendbar sein. Kannst du mir einen geben? Gerne. Aber ich habe sie auf dem Dachboden, zusammen mit einigen alten Sachen. Sie sind in meiner Truhe. Sie steht gleich beim Eingang, du kannst sie nicht verfehlen. Danke, ich gehe und hole sie. Sicher. Nimm so viele Filme, wie du willst. Ich habe dafür keine Verwendung. Die Truhe ist abgeschlossen. Ich war auf dem Dachboden, um den Film zu holen, aber deine Truhe ist abgeschlossen. Darf ich mir deinen Schlüssel ausleihen? Abgeschlossen? Oh, Entschuldigung. Das habe ich völlig vergessen. Ja, genau. Hier hast du den Schlüssel. Ach, die ist ja abgeschlossen. Das habe ich ja völlig vergessen. Mensch, ich kleines Dummerchen. Ich heiße Robert. So, wollt ihr uns mal schnell verarschen, danke, ne? Ich bringe ihn gleich wieder. Du musst dich nicht beeilen. Ich brauche ihn nur selten. Dann klemme ich ihn mir zwischen den Arschbacken und behalten für immer. Ich muss jetzt gehen. Gut. Dann wende ich mich wieder meiner Arbeit zu. Das sind so die Sachen, die ich schon meinte. Wir greifen schon immer mal so ein bisschen vor. Ich bin froh, dass das Spiel das auch erkennt und uns nicht erst nochmal auf dem Dachboden die Truhe untersuchen schickt, um festzustellen, dass die jetzt abgeschlossen ist, sondern dass das Spiel das schon irgendwie mitnimmt gleich, diese Informationen quasi. Ist also auch programmiertechnisch nicht schlecht gemacht. Aber das Gute ist halt, dass ich dann gleich alles immer mit einem Rutsch mache, sonst hätten wir sehr viele Leerläufe, die einfach... nur dafür dienen, um mit einer Person nochmal eine Sache auszutauschen. Und ich denke mal, das ist für mich langweilig, das ist für euch langweilig, das brauchen wir alle nicht. Also machen wir es uns ein bisschen einfacher, indem wir rumwühlen. Hoffentlich funktioniert das. Ja, was soll denn daran nicht funktionieren? Eine Kamera und ein Film. Wenn du jetzt nicht zu doof bist, den Film in die Kamera zu setzen. Ich bin aus der Übung, aber ich glaube, der Film ist richtig eingelegt. Obwohl, wenn man mal so ganz genau... überlegt. Also ich bin ja aus einer Generation, ich hatte früher
Ich denke mal, ihr alle, die hier zuschauen, kennen das noch. Wir hatten ja früher so eine Kameras, wo man den Film halt noch einlegen musste und so. Aber die Kinder heute, die können das doch gar nicht mehr, oder? Ja, es gibt ja alles nur noch digital. Digitalkameras und alles. Was das Leben erheblich einfacher macht. Aber vor allem, da muss man nicht aufpassen, ob der Film jetzt belichtet ist, weil man aus Versehen mal die Klappe aufgemacht hat von dem scheiß Fotoapparat. Aber ist trotzdem interessant. Nee, warte mal. Nee. Wir gehen erstmal draußen fotografieren und dann bequatschen wir Victoria. So. Damit wir wieder möglichst viel in einem Gespräch abdecken können und nicht so das Problem haben, dass wir Leerläufe haben. Das ist nämlich so immer die Sache. Da ich das Spiel schon kenne, kommt uns das hier zugute. Wenn man das selber alleine das allererste Mal spielt, da habe ich für alle Schritte hier irgendwie Stunden gebraucht. Deswegen, also ich weiß nicht, ich würde tatsächlich... Jetzt muss ich nur noch den Film entwickeln lassen. Aber wo kann ich das tun? Also was mir so aus Erfahrung so aufgefallen ist... Davon habe ich schon ein Foto gemacht. Gut. Was mir aus Erfahrung so aufgefallen ist, ich würde generell bei Let's Plays, gut, ob euch jetzt meine Meinung interessiert oder nicht, aber ich würde bei Point-and-Click-Adventures, weiß nicht, das als Blind-Let's Play zu spielen, finde ich persönlich immer ein bisschen gefährlich. Ich fühle mich da immer besser, wenn ich Sachen spiele, die ich schon mal irgendwie gespielt habe, die ich schon mal irgendwie kenne und so ein bisschen die Linie weiß. Weil gerade Point-and-Click-Adventures sind teilweise echt fies. Aber wir belabern einfach mal Victoria. Ich weiß, ich sollte Victoria in Ruhe lassen. Aber ich muss sie um den Schlüssel zu Williams Arbeitszimmer im Turm bitten. Vorhin, das hier ist doch ein Bild von Heinrich dem VIII., oder? Sieht zumindest so aus. Oder zumindest angehaucht. Einer meiner Vorfahren. Ja, genau. Durkheim Gordon. Der sah zufällig auch so aus. Dieses Gemälde ist mindestens 300 Jahre alt. Seltsam, dass die Farben trotz der Jahre so kontrastreich sind. Das nennt man Restauration. Durkheim Gordon. Okay. Mehr können wir in dem Raum... Achso, ja doch, die Pferdestatue. Ich weiß gar nicht, ob ich das im ersten Part gemacht habe. Früher hatten wir unseren eigenen Stall mit Vollblutpferden. Viele von ihnen haben Rennen gewonnen. Aber das ist der Ruhm längst vergangener Tage. Lucky Arrow, neunfacher Sieger in einer Saison. An diesen Namen erinnere ich mich nicht. Vermutlich ein Hengst aus früheren Tagen. Ja... 1890. Er hat Hengst gesagt. Entschuldigung. Lucky Arrow. 1890. Jo. Ein Denkmal für eines unserer preisgekrönten Pferde. Die müssen ihre Pferde mögen. Lucky Arrow, also glücklicher Pfeil, oder was? Ach du Scheiße. Okay, so kann man ein Pferd nennen. Victoria, alte Salatschnecke. Erzähl mal, Mäuschen. Victoria, ich weiß, du möchtest für dich sein, aber ich muss etwas wissen, was nur du beantworten kannst. Die Schlüssel, alte Hexe. Vielleicht hilft es mir, auf andere Gedanken zu kommen. Erinnerungen können so zermürbend sein. In den letzten Jahren habe ich oft hier gesessen, allein mit meinen Gedanken. Worüber möchtest du reden, Samuel? Na, nicht über deine alten, alleine Gedanken. Okay, und wir haben jetzt, wie man sieht, weil wir mit allen schon geredet haben und so können wir mit ihr halt über alles reden. Das ist halt super. Victoria, warum hat sich William in seinem Arbeitszimmer verbarrikadiert? Niemand sah ihn hinausgehen und er ließ niemanden mehr hinein. Warum diese Heimlichtuerei? Ich weiß es nicht, Samuel. Vor etwa einem halben Jahr schloss er sich in diesem verdammten Turm ein und verbrachte Tag und Nacht dort. Er hat mir nie gesagt, was er dort treibt. Als ich ihn fragte, antwortete er nur, er würde die Wahrheit suchen und nicht aufhören, bis er sie findet. Es hat ihn vollkommen gefesselt und wie es ausgegangen ist, weißt du. Ich hoffe, er hat seine Wahrheit gefunden. Ich hatte gehofft, nie wieder hierher zurückkehren zu müssen. Und selbst jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es richtig war. Ich habe nicht zu hoffen gewagt, dass du kommst. Alle Briefe an dich kamen zurück und seit Jahren hat dich niemand aus der Familie gesehen. Im Laufe der Zeit nahmen wir einfach an, du seist tot. Ich habe keinen einzigen Brief geöffnet. Ich wollte alles vergessen. Aber als diese Todesanzeige kam, musste ich sie öffnen. Vielleicht hätte ich sie besser nicht gelesen, wie die anderen Briefe. Deine Worte sind kalt, Samuel. Wenn Williams Tod nicht gewesen wäre, wäre ich nie zurückgekehrt. Ich bin nur wegen William gekommen. Ich erwarte nicht, dass du das verstehst.
Übrigens hat die Uhr im Hintergrund gerade 11 Mal geschlagen. Also es ist Vormittag um 11, wenn ich das jetzt so richtig betrachte, weil es ist ja nicht dunkel draußen. Fragen wir sie mal über Bates. Bates sieht nicht gut aus. Er wirkt alt und sehr Vielleicht müde. Vielleicht ist er alt und müde. Er sollte mal eine Pause machen. Ich würde es ihm ja vorschlagen, aber ich weiß, dass er im Moment nicht alleine sein will. Er war schon mit William befreundet, lange bevor ich ihn kannte. Er hat sein Leben lang hier gearbeitet, wie sein Vater vor ihm. Ich bin sicher, er fühlt sich bei uns wohler. Dieser Mann, der mit uns auf der Beerdigung war, wer ist das? Dr. Herman, unser Familienarzt. Oder besser gesagt, unser Familienfreund. Ich habe noch nie von ihm gehört. Wie könntest du auch? Er zog hierher lange, nachdem du fortgingst. Er ist ein guter Mann. Er war mit William befreundet und hat uns allen sehr geholfen. Bis William anfing, Menschen aus dem Weg zu gehen, verbrachten sie viel Zeit miteinander. Warum interessierst du dich für Heinz? Ich kenne ihn nicht. Deswegen wollte ich wissen, wer er ist. Brauchst du etwas, Victoria? Nein. Danke, Samuel. Es ist alles bestens. Vielleicht nur... Nein, mach dir keine Gedanken. Ich frage Bates. Dieser neue Gärtner, Henry. Ich habe gehört, dass er trinkt. Er ist hier nicht neu. Er arbeitet für uns inzwischen seit über einem Jahr. Was du gehört hast, stimmt. Aber es kommt nicht sehr oft vor. Abgesehen von dieser speziellen Angewohnheit, ist er höflich und fleißig. Es überrascht mich, dass du das sagst. Stört dich sein Trinken nicht? Doch, schon, aber ich hätte Schwierigkeiten, einen anderen für den Job zu finden. Ihn durch einen neuen Gärtner zu ersetzen, kann doch kein großes Problem sein, oder? Vielleicht nicht vor ein paar Jahren, aber jetzt? Du warst lange nicht mehr hier. Es hat sich viel verändert, Samuel. Niemand will für uns arbeiten, nicht nach dem, was hier passiert ist. Die Leute sind abergläubisch. Sie sehen in allem dunkle Kräfte. Ich bin froh, dass er geblieben ist, auch wenn mein Garten jämmerlich aussieht. Aber warum fragst du nach Henry? Weißt du etwas über ihn, was ich auch wissen sollte? Also ich werde übrigens immer positiv, denke ich, antworten. Auch wenn die negativen Antworten zum Teil lustig sind oder halt ziemlich aggressiv. Aber sie ist ja Victoria, sie ist ja unsere... Ich habe es immer schon wieder vergessen. Ist das unsere Oma? Ich glaube unsere Oma, oder? Oder unsere Tante? Ich glaube unsere Oma. Wir antworten unserer Oma natürlich nicht negativ, ne? Nein, eigentlich nicht. Morris sagte, dass Henry sich gelegentlich seltsam benimmt. Morris? Das überrascht mich kaum. Er ist selbst so merkwürdig. Aha. Wenn ich jemanden hätte, der seinen Job übernehmen könnte, wäre er jetzt nicht mehr hier. Da fällt mir ein, ich habe ihm die Anweisung gegeben, den alten Brunnen mit Brettern zu vernageln, damit dort kein Unfall passieren kann. Würdest du dafür sorgen, dass er das heute noch macht? Natürlich. So, dann fragen wir sie mal nach dem seltsamen Objekt. Sieh dir dieses Steinfragment an. Sagt es dir etwas? Nein, ich glaube nicht. Oh doch, ich habe etwas Ähnliches auf Williams Schreibtisch gesehen. Er war immer sehr vorsichtig mit dem Ding. Ich weiß nur nicht, was es damit auf sich hatte. Er hat nie darüber gesprochen. Ich habe mit Robert über den alten Flügel gesprochen. Er sagt, seine Mauern seien die einzigen Reste von dem ursprünglichen Schloss. Das stimmt. Er hat als einziger den Brand überdauert. Ich wusste gar nicht, dass das Schloss in der Vergangenheit erobert wurde. Es wurde nie erobert. Zumindest nicht im eigentlichen Sinne. Das Schloss wurde bei einem Konflikt zwischen den ersten Gordons teilweise zerstört. Marcus wusste, dass er die Truppen seines Bruders nicht direkt angreifen konnte. Also beschloss er, ihn in der geheimen Kapelle tief unter dem Schloss zu überraschen. Das erkannte Mordred zu spät und die Folgen waren furchtbar. Aber das sind bloß Legenden. Nur alte Geschichten. Diese geheime Kapelle, von der du gesprochen hast, muss sich irgendwo unter uns befinden. Niemand hat jemals die Spur eines Eingangs gefunden, geschweige denn eine ganze Kapelle, Samuel. Es ist bloß eine alte Legende aus den Chroniken. Also ganz ehrlich, wenn ich sowas hören würde, ich würde nach dem Eingang suchen, die wohnt doch da. Und wenn sie dann irgendwann mal so eine verdächtige, zugenagelte Mauer oder so findet, dann kann man doch mal ein bisschen wühlen, ne? Und so rotet man sich einfach mal die Spitzhacke und geht hier durch den guten Perserteppich und dann ist die Sache doch schon gegessen. Entschuldigung. Was wurde aus Marcus, nachdem Mordred starb? Er wurde Schlossherr und starb lange Zeit später als müder alter Mann.
Zur Würdigung seiner Führung wurde er in einer geheimen Gruft bestattet. Heute weiß niemand mehr, wo er ruht. Existieren noch Aufzeichnungen über sein Leben? Nicht, dass ich wüsste. Victoria, ich brauche den Schlüssel von Williams Arbeitszimmer. Ich weiß, du willst nicht, dass jemand dorthin geht, aber... Niemand darf dieses Zimmer betreten. Warum redest du über diesen Ort mit mir, Samuel? Warum zwingst du mich, daran zu denken? Ich wollte nur... Geh weg. Ich will jetzt allein sein. Nein, 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 nein. Natürlich. Scheiße, ich hab einen Fehler gemacht. Ich wollte sie doch erst nur über das... Ah, ich hab's vergessen. Ach, scheiße. Wir belästigen sie einfach nochmal. Ich glaube... Ich sollte Victoria jetzt in Ruhe lassen, nachdem ich sie gekränkt habe. Ich entschuldige mich später. Ach, scheiße. Ah, ich wollte sie doch noch nach dem Foto fragen, weil sie ist die Einzige, die dazu auch was sagt. Oh, Mann. Okay, macht nichts. Gehen wir einfach mal zur Bibliothek und belästigen den hier nochmal. Aber ich glaube, mit dem haben wir nichts mehr zu besprechen. Heute wird er mir nichts mehr sagen. Ja. Morgen werde ich ihn zu Hause besuchen. Ja. Alright. Dann muss ich jetzt schon das erste Mal überlegen, was wir tun. Was auch immer das ist, es scheint unvollständig zu sein. Okay, ich überlege gerade tatsächlich, wie war das nochmal mit dem Schlüssel? Wo kriegen wir den Schlüssel her? Für die Tür. Gibt sie uns den? Oder kriegen wir den von Bates, der hier Zwiebeln schneidet oder Kartoffeln oder was er da macht? Brauchen Sie etwas, Sir? Ja, geh mal zu Mackis und hol uns was. An Sie. Gewiss, Sir. Das habe ich an der Stelle gefunden, zu der Sie mich geführt haben. Sie meinen, dort wo Sir William? Ja, ich bin sicher, es wird Licht in das bringen, was geschehen ist. Da bin ich nicht so optimistisch, Sir. Vielleicht sollten Sie dieses Objekt Inspektor Collier übergeben. Bates, dieses Ding kann uns helfen, etwas Neues herauszufinden. Ich weiß nur eines, Sir. Sir William ist tot und nichts und niemand kann das ändern. Sie glauben, dass es Selbstmord oder ein Unfall war? Ich habe William zu lange gekannt, um das zu glauben. Tja, ich habe meine Meinung zu der Sache schon geäußert. Lassen Sie mich jetzt wieder arbeiten, Sir. Sie überraschen mich, Bates. Es tut mir leid, Sir. Sprechen Sie mit Henry. Er hat an dem Abend im Blumenbeet gearbeitet. Aha. Er weiß vielleicht mehr als ich. Ich habe das Gefühl, Bates weiß etwas, was er verheimlichen will. Am Ende war es doch der Butler. Warum sollte er das tun? Ich weiß es nicht. Bates, ich habe Victoria etwas Unangebrachtes gesagt. Meinen Sie, sie wird eine Entschuldigung annehmen? Aber gewiss, Sir. Madame hat ein mildes Herz. Aber wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, Sir, entschuldigen Sie sich so bald wie möglich. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. Dann machen wir das doch mal. Wir gehen wieder zurück und werden uns bei Madame mal ganz, ganz schnell und ganz verheuchelt entschuldigen. Die sind hier sehr höflich. Das ist dieses... Also ich finde, das Flair an sich von diesem... Ich sollte mich entschuldigen. Ne, von diesem Adelshaus ist sehr gut eingefangen, so an sich. Entschuldigen wir uns mal bei ihr. Darf ich dich kurz sprechen, Victoria? Hab dich lieb. Natürlich, Samuel. Entschuldigen. Ich möchte mich entschuldigen für das, was ich vorhin gesagt habe. Ich war vielleicht auch vorschnell mit meiner Antwort. Ich habe den Schlüssel zerstören lassen, damit der Turm nie wieder betreten werden kann. Vielleicht hatte William einen zweiten Schlüssel, ich weiß es nicht. Wo sind seine persönlichen Sachen jetzt? Ich weiß es nicht. Ich frag Herman. Ich möchte nicht darüber reden. Kannst du dir dieses Foto ansehen? Weißt du, wer dieser Mann ist? Vorhin hingehalten und schnell wieder weggesteckt. Das Gesicht kenne ich irgendwoher. Ja, aber nicht genau dieses. Was meinst du damit? Er war damals viel jünger als auf diesem Foto, aber es ist die gleiche Person. Wer ist es denn? William hat einmal ein Waisenkind hierher gebracht und vorübergehend bei uns aufgenommen. Er hat eine Zeit lang neben dem Stall gewohnt. Ein einfacher, ruhiger Junge. Weißt du, wie er hieß? Das ist schon sehr lange her. Ich erinnere mich nicht mehr. Er blieb einige Zeit bei uns, aber dann veränderte er sich auf einmal komplett.
Es war, als wäre er wahnsinnig geworden. Danach konnten wir ihn nicht länger hier wohnen lassen. Man brachte ihn nach Ashbury. Was passierte dann mit ihm? Ich weiß es wirklich nicht. Wie gesagt, das ist alles schon sehr lange her. Robert erinnert sich vielleicht. Er hat diesen Jungen damals als Patienten aufgenommen. Ach was, Robert hat uns doch vorhin noch gesagt, dass er den Typen auf dem Bild gar nicht kennt. Aber mit diesen und weiteren Fragen beschäftigen wir uns dann im nächsten Part. Ich beende das Ganze hier. Dankeschön fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!